Sechs Palästinenser sind bei einer Explosion im Gazastreifen getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Was die Explosion in Deir al-Balah auslöste, war zunächst noch unklar. Die im Gazastreifen herrschende Hamas macht Israel für den Vorfall verantwortlich. Das israelische Militär wies jede Beteiligung zurück. Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz handelt es sich bei den Toten um Mitglieder der Hamas, die in einem Haus mit Sprengstoff hantiert hatten. Dabei sei es zu der Explosion gekommen. Seit Ende März haben sich die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen weiter verschärft. Grund sind die Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels, gegen die die Palästinenser protestieren.